Da bin ich wieder. Es sieht schon alles wieder ein bisschen mehr nach Auto aus. Das Armaturenbrett habe ich ja letztes Mal nur so eingesetzt. Das ist aber jetzt alles schon befestigt. Ist auch von der Motorraumseite alles schon verschraubt. Und jetzt bin ich gerade dabei und sortiere mir mal ein bisschen hier die Kabel durch. Damit ich dann auch weiß, dass das Kabel richtig rauskommt, bevor ich jetzt alles hier wieder, ich sag mal, einklipse. Deswegen habe ich mir das alles nur mal so ein bisschen provisorisch mal raufgesteckt. Und tatsächlich, es ist kein Kabel über. Jeder Stecker hat seine Verwendung gefunden. Das freut mich doch sehr. Hin und wieder musste ich noch ein paar Leitungen umlegen. Ne? Also diese Leitung hier vom Radio, die hatte ich vorher hier vorne rumliegen. Hab mich dann gewundert, warum das Kabel so lang rausguckt. Ja, musste halt hinter den Lüftungskasten rum. Ne? Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt alles noch mal ein bisschen kontrolliert. Habe alles mal ein bisschen Probe gesteckt hier. Ne? Für die Klimatronik hier das Bedienteil, die Stecker. Und ja, hab mal geguckt, was hier überhaupt so für Stecker sind, damit da wirklich nichts überbleibt am Ende. Und das sieht, wie gesagt, alles soweit ganz okay aus. Am Ende ist es jetzt eigentlich nur noch alles, ja, reinklipsen, anstecken, Konsole noch einbauen. Aber, diese Schaumstoff-Arie, die geht ja noch weiter. Das ist ja tatsächlich noch nicht alles gewesen. Denn ich habe ja hier auch noch Lüftungsklappen drin. Ja, und ich wollte die eben, ja, beim Einbau habe ich gesehen, dass die auch alle scheiße aussehen. Da löse ich auch das ganze Zeug auf. So, wir gucken das mal. Haben wir hier einmal seitlich die Klappen. Und da sieht man an der Klappe selber, wenn ich die jetzt zumache, auch die schließt sogar noch relativ gut. Aber da sieht man das. Ja, es verhält sich mit diesem Schaumstoff genauso wie bei den anderen Sachen auch. Und das Problem ist einmal bei den äußeren, die beiden äußeren. Ne, hier. Hier ist auch nochmal diese Geschichte, die mir nicht gefällt. Also das müssen wir auch nochmal neu machen. Und dann ist es hier auch noch bei der elektronisch verstellbaren. Und da sieht man auch ganz klar, wie das da durchscheint. Ne? Da. Also da schließt nichts mehr. Und das liegt eben halt daran, dass auch hier, da sieht man das schön. Ja. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache, weil die sind irgendwie miteinander verklebt. Das heißt, ich muss die jetzt erstmal auseinanderfriemeln. Ja, und dann mal gucken, weil das ist ja das Zeug, was mir uns immer ins Gesicht fliegt. Denn. So, um diese Klappe da rauszubekommen, ne? Um diese Klappe da drin geht es ja, um die rauszukriegen, musst du zum einen hier an der Seite ist so eine Kappe drauf. Normalerweise hier, wo dieser Stellmotor ist, da ist eigentlich eine Kappe drauf. Die musst du vorher abmachen. Dann musst du diesen Arm hier, den musst du ausklipsen. Zack, habe ich gemacht. Und dann musst du hier von der Innenseite, da sieht man ja diese Nase hier, die muss man rausdrücken im Grunde genommen. Also hier hinterhaken und dann von beiden Seiten ein bisschen drücken und irgendwann springt sie dann raus. Und dann kannst du im Grunde genommen, kannst du den Arm hier rausziehen. Zack. Und jetzt haben wir genug Platz und können die Klappe hier raushebeln. Na Katze, alles klar? Ey, du bist ein Bild. So, nun kann man hier die Klappe nämlich auch raushebeln. Zack. Und da haben wir das gute Stück. So. Da war ursprünglich mal richtig so eine Schaumstoffdichtung tatsächlich drin. Da ist leider nichts mehr von nachgeblieben. Und man kriegt sie auch leider nicht mehr. Das ist alles nur noch Klebscheiße. Das Zeug ist echt widerlich. Scheiße an hier. Das ist echt eklig.
Das muss ich erstmal vernünftig sauber machen. Boah, ist das eine Mumpe. Ist das eklig. Hier. Guck dir an den Schweinkram. Bah. Ja, das mache ich erstmal vernünftig sauber und dann geht's gleich weiter. Kann ich mal auf den Knopf drücken. So, jetzt habe ich hier die Klappe sauber gemacht. Den Klebkram da so ziemlich raus. Da ist noch ein bisschen. Ich sag ja, das Zeug ist echt widerlich. Das ist richtig so eine Klebepumpe, Mumpe. Ja, wie auch immer. So, ich habe jetzt hier noch was gefunden, das ist aus dem Bereich Trockenbau. Das ist so ein selbstklebendes, ja, Schaumstoffband, sag ich mal. Habe ich mir so ein Stückchen abgeschnitten, habe das ein bisschen auf die Klebeseite hier mit Bremsenreiniger, habe ich die sauber gemacht, damit das hier nicht mehr klebt. So, und das schneiden wir uns jetzt hier zu. Einmal grob drumherum zeichnen. So. So. Das schneide ich jetzt aus. Super. So, jetzt sind die alle wieder schön zu. So, kann ja sehen. Die schließen wieder richtig schön. Ich nehme noch eine. Das ist wieder richtig schön dicht. So, jetzt fehlt hier noch ein Dichtband. Hier war ja noch ein Dichtband drumherum, wo das in den nächsten Kanal reingeht. Da habe ich auch noch was gefunden. Das ist so Vorlegeband, auch aus meinem Handwerksbereich. Das ist leider in weiß und nicht in schwarz. Ich hätte es ja gerne in schwarz gehabt, aber ja. Wir müssen halt das nehmen, was da ist. Und deswegen nehmen wir das jetzt in weiß. Aber das macht, wie gesagt, nichts. Das ist ja nicht zu sehen.
wenn das eingebaut ist. Es dient ja nur der Dichtung. Und von daher ist das ja nicht so schlimm. Das geht ja in den Kanal rein und dann ist das nachher nicht zu sehen, aber es ist dann eben halt schön dicht. So. Wunderbar. Das Zeug klebt auch wie Teufel. So, jetzt habe ich natürlich doch wieder ein kleines Problem. Irgendwie weiß ich nicht. Also ich habe extra geguckt, dass alle passenden Kabel auch aus den entsprechenden Öffnungen gucken. Das habe ich auch ganz großkotzig eben angepriesen. Aber tatsächlich, irgendwie am Ende. Nee, nee. Wo gehörst du hin? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt bestimmt 3 Abende hier gesucht, wo dieser verflixte Stecker hingehört, der zweipolige. Es gibt keinen Anschluss dafür. Ich weiß es nicht. Ich kann mich auch nicht dran entsinnen, dass ich diesen Stecker jemals irgendwo abgesteckt habe, aber ja, keine Ahnung. Ich habe versucht, von der Länge das abzuleiten, wo der irgendwo passen würde. Also es wäre entweder dann so in diesem Bereich da hinten, da drin, oder eben andere Seite hier über dem Sicherungskasten. Also da unten drunter sitzt ja, da drunter sitzt ja der Sicherungskasten. Ja, no chance. Ich habe hier mit dem Endoskop geguckt. Da liegt es noch. Da sieht man es. Da. Hab mit dem Endoskop geguckt, hab mit Lampen geleuchtet, unterm Auto, also hier unten drunter gelegen, gemacht, getan. Es gibt für dieses Kabel keinen Anschluss. So, das ist auch irgendwie nichts Aufregendes, was ich so gesehen habe. Also ich denke mal, braun ist wahrscheinlich die Masseleitung und der schwarz mit der rot gekennzeichneten Leitung, das ist wahrscheinlich eine Plusleitung. Weiß ich jetzt nicht, ob geschaltet oder nicht. Könnte ich dann natürlich ausprobieren, wenn ich soweit bin. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, weißt du was, mach dir einfach keinen Kopf. Schraub die Scheiße zusammen und irgendwas wird dann ja nicht funktionieren und dann wirst du ja sehen, wo der Stecker vielleicht hingehört. Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Ich stecke das jetzt eben zusammen. Lüftungsklappen habe ich ja alle revidiert, die sehen ja alle wieder schier aus. Schließen auch wunderbar. Hauen wir den Bums mal wieder zusammen. So langsam müssen wir auch mal fertig werden.
es ist ein bisschen dunkel geworden, ein bisschen spät geworden. Ich hoffe, man sieht mal ein bisschen was. Ich fahre den mal runter. Also, Auto ist wieder zusammen. Scheint auch alles soweit zu funktionieren. Ach, die zweite Birne ist auch gerade angegangen. Die wollte nämlich nicht. Ja, erst hatte ich noch ein kleines Problem mit meinem Coming Home Modul. Da war der Schalter beim Einbauen, hatte sich verschoben. Aber ansonsten sieht das alles soweit gut aus. Klima funktioniert wunderbar. Ich habe hier auch keine Fehlermeldung. Die Klappen scheint auch zu regeln. Das habe ich gerade gehört. Ja, das funktioniert wunderbar. Kommt wieder richtig schöne frische Luft raus. Mal ein bisschen wärmer machen. Ja, das sieht alles gut aus. Ja, dann würde ich mal sagen, dann haben wir das erledigt. Wärmetauscher ist drin. Dann kann es jetzt ja endlich weitergehen mit den weiteren Projekten, wie bald gesagt. Naja, jetzt als nächstes soll hier ja noch ein anderes Fahrwerk rein. Das habe ich ja liegen, das liegt da vorne in meinem Müllhaufen. Nicht wundern, sieht ein bisschen unaufgeräumt aus alles. Ich mach den mal aus hier. Und ja. Der Klimakompressor, den hört man auch ganz schön noch, wenn der mitläuft. Jedenfalls läuft das alles wieder super, Klappen schließen wieder super, keine Krümel mehr hier rumfliegen im Auto. Ich bin begeistert. Gut Leute, dann würde ich mal sagen, dann war es das mit dem Video. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das Video schauen werdet. Und sagt ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.